Nächster Redner ist der Kollege Stefan Thome für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Staat ist in einem klassischen Zielkonflikt. Einerseits ist es Aufgabe des Staates, die Steuern einzufordern, ihm zustehen und Steuerstrafe zu verfolgen. Andererseits ist auch der Verrat von Betriebsgeheimnissen und Geschäftsgeheimnissen eine Straftat. Ich empfehle allen, die hier so laut tönen, einen Blick in § 17 Absatz 2 UWG zu werfen. Da ist es geregelt. Es gibt im Übrigen auch eine Entscheidung des Landgerichts Bochum vom 14.02.2008, in dem ausdrücklich offengelassen worden ist, ob beim Ankauf der Steuerdaten aus Liechtenstein durch den BND die Strafbarkeit nach 17.2 UWG gegeben ist. Da gibt es eine Verfassungsbeschwerde, die anhängig ist, die abzuwarten ist. Und wir sollten nicht unbedingt uns in Eile bringen lassen und in schwebende Verfahren eingreifen und hier vorzugreifen. Die vorliegenden Fälle, meine Damen und Herren, werfen viele Fragezeichen auf. Über die Herkunft der Daten ist uns wenig bis fast nichts bekannt. Eine sorgfältige Prüfung in allen Einzelfällen ist dringend anzuraten und ist notwendig. Und eine solche Prüfung kann im einen Fall so und im anderen Fall anders ausgehen. Deswegen ist eine einheitliche Praxis, wie sie heute von Ihnen verlangt wird, nicht nötig und nicht einmal möglich. Nicht alle Fälle lassen sich über einen Kamm scheren. Wir müssen abwägen. Einerseits geht es um die Erhaltung des Grundsatzes der einheitlichen Besteuerung und um das staatliche Strafverfolgungsinteresse bei Steuerstraftaten. Aber andererseits bleibt ein rechtsstaatliches Unbehagen übrig. Wir können die Strafbarkeit, um die es hier geht, nicht völlig ausschließen. Und der Rechtsstaat sollte uns viel wert sein. Meine Damen und Herren, wir können doch Straftaten nicht durch neue Straftaten bekämpfen. Der Staat darf nicht den Datendieb ermuntern, indem er ihn straffrei stellt und ihm sogar eine Belohnung verspricht, wenn er ihn nur an der Beute beteiligt. Der Rechtsstaat darf Straftätern nicht die Absolution erteilen, nur weil der Dieb den Staat zum Nutznießer und damit gar am Ende zum Komplizen seiner Tat macht. Und niemand, Herr Post, jetzt ist es schon weggegangen, niemand, der fair diskutiert und rechtsstaatliche Grundsätze ernst nimmt, wird uns vorwerfen wollen, wir wollten Steuerstraftäter schützen. Der Unterschied ist nicht etwa, dass Sie Straftäter bestrafen wollen und wir nicht. Der Unterschied ist, dass wir es mit rechtsstaatlichen Grundsätzen etwas genauer nehmen als manche andere, der hier schnell aus der Hüfte schießt und gleich die Kavallerie schicken will. Meine Damen und Herren, die Rechtslage bleibt schwierig. Und deswegen sollten wir unser Augenmerk auf zwei Dinge richten. Das eine ist, dass wir deutlich machen sollten, dass wir es als Staat nicht als freundschaftliche Geste empfinden können, wenn Nachbarländer durch eine Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug denen, die unserem Staat Geld schuldig bleiben, Schutz und Deckung bieten. Hier ist der Bundesfinanzminister gefordert, die jetzt im März weiterlaufende Runde zur Aushandlung eines Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz zügig fortzusetzen und einen vernünftigen Datenaustausch dort mit hinein zu verhandeln, damit wir in Zukunft nicht mehr darauf angewiesen sind, auf dubiosen Wegen zu unseren Steuern zu kommen. Das sind Dinge, die hätten längst in der Vergangenheit geschehen können, sind aber von Ihnen versäumt worden. Und das werfen Sie sich jetzt vor. Und das Zweite ist, dass wir eine höhere Akzeptanz für unser Steuersystem brauchen. Es geht ja nicht nur um Steuerflucht ins Ausland. Es geht auch um Steuerhinterziehung, zum Beispiel durch Schwarzarbeit. Das wird es auch immer geben. Aber wir müssen die Anreizschwelle für Steuerstraftatbestände senken. Und hier haben wir großes Vertrauen in Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Koalitionspartner und in das Bundesfinanzministerium. Wir wissen sehr wohl um die Bedenken, die Einwände und die Vorbehalte. Aber wir vertrauen sehr darauf, dass das gemeinsam Beschlossene auch weiterhin das gemeinsam von uns allen Gewollte ist. Es bedarf großer Kraftanstrengung, aber wir wollen diese ehrgeizige Aufgabe schultern mit Ihnen gemeinsam. Vielen Dank.